Flensburg. Diesmal eine ganz, 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 ganz enge Geschichte. Hast du das so kommen sehen oder wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal guten Abend. Und es ist natürlich ein bisschen schwer im Moment noch für mich, kurz nach dem Spiel Worte zu finden aus so einem Match. Aber natürlich Gratulation an Jürgen und seine Mannschaft. Ja, und viel Glück in der Aufstiegsrunde. Schon mal vorne weg. Und dann möchte ich... Dann möchte ich eigentlich hauptsächlich über meine Mannschaft sprechen. Ja, ich denke, wir haben die Reise am 3. Mai begonnen. Ja, haben sehr hart gearbeitet das ganze Jahr. Was auch wichtig ist mit jungen Spielern. Ja, ich denke, wir fahren hier seit 3 Jahren ein Riesenkonzept. Ja, bilden für den deutschen Nachwuchs sehr, sehr viele Spieler aus. Ja, und schaffen es trotzdem immer wieder, Mannschaften wie Kassel Paroli zu bieten. Ja, und da gebührt meiner Mannschaft ein Riesenrespekt. Ich denke, in der Oberliga, ja, in der Liga, wo wir uns befinden, sollte es noch viel mehr solche Mannschaften geben, weil der deutsche Nachwuchs ist unsere Basis für die Zukunft. Und ja, ich hoffe, wir können das so weiterführen in Duisburg, ja, und trotzdem weiter unseren Fans tolles Eishockey bieten und Erfolg bieten. Wir haben es heute sogar geschafft zu gewinnen, auch wenn es nicht gereicht hat. Ja, Serie steht jetzt 4-4, auch wenn Kassel mehr Punkte hat, haben sie sich dann am Ende verdient. Ja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder 9 von 10 Spielen in der Runde gewonnen, was mal, denke ich, aller Ehren wert ist. Dann möchte ich noch ein Wort zu unserem Torwart verlieren, Felix Beck. Die überragende Leistung heute. Auch wenn manchmal Leute vielleicht nicht so denken, aber er ist ein junger Mann mit einem Riesencharakter. Und ich denke, ihm steht eine ganz große eisige Zukunft bevor. Ich denke, alle, wie wir hier sehen, werden ihn in Zukunft dann noch oft sehen, wenn in den Playoffs, wenn wir alle im Fernsehen zuschauen, vielleicht die Kassel Huskies, ob wir mal wieder in der DL irgendwann, ja, oder vielleicht sogar in der deutschen Nationalmannschaft. Dankeschön. Herr Franz, ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen, auch wenn das natürlich, ja, das Lachen von mir war jetzt keine Absicht, aber... Ist schon. Du hast mich aufgehört. Das ist schön, das freut mich. Das freut mich wirklich sehr, weil das Spiel jetzt nur wirklich von vorne bis hinten in sich gehabt und eigentlich auch keinen, ja, Sieg im Sinne der Serie verdient gehabt, aber es kommt nun mal so, es war abzusehen und so ist es mir eben auch passiert. Ja, nochmal Riesenlob an die Füchse für die Serie, für die ganze Saison. Wir haben uns ja nur wirklich bekriegt, von vorne bis hinten, waren riesige Spiele und die Krönung heute halt. Ich schweife mal über zu Jürgen. Ich gebe es einfach weiter, sag was. Ja, schönen Abend und ja, was soll ich jetzt noch groß sagen? Ich meine, ich bin natürlich auch jetzt erstmal überglücklich, aber ich glaube, erst einmal wirklich eine Gratulation nochmal an Franz und seine Arbeit. Ich glaube, muss man wirklich hoch anrechnen und schätzen. Ich denke, die haben uns heute alles abverlangt. Wir wussten, dass das heute ja, ein Spiel ist für alles oder nichts, aber wir haben Stand gehalten, wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt. Ich habe auch an meine Mannschaft geglaubt. Und ich bin einfach nur stolz, wie sie heute das bis zum Schluss durchgezogen haben, dass wir trotz allem geduldig geblieben sind und nicht zu früh zu offen waren. Aber natürlich war es sicherlich auch, ich meine, er hat seinen Torwart heute gelobt, kann da mich nur anschließen mit meinem Torwart, Kai Christian heute. Ich denke, war entscheidend, der Penaltyschuss war gehalten hat. Wir haben 2-0, also wenn wir das zweite Tor schießen, dann wird es natürlich umso schwerer, aber nichtsdestotrotz, es ist wie es ist, wir haben hart dafür gearbeitet und gekämpft, wir wollten in die nächste Runde, das ist uns heute gelungen. Ich denke, erstmal auch noch ein Riesenkompliment an die Arena, an die Fans, an die Sponsoren, alle, die uns heute so wahnsinnig unterstützt haben bis zum Schluss, die haben auch wahrscheinlich auch mehrere Tore bekommen, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt erst einmal unheimlich glücklich und vielleicht auch ein bisschen sprachlos. Erst einmal, das lasse ich erst mal sacken und ja, für uns gilt es jetzt einfach heute ein bisschen noch, ja, ein bisschen feiern oder ja, feiern in Grenzen, sage ich mal. Aber wichtig ist jetzt, dass es am Freitag weitergeht. Wer dann unser Gegner, wir haben auf jeden Fall ein Spiel, wer das dann sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall fahren wir am Sonntag nach Selb und da gilt es dann, dass wir wieder bereit sind. Also dann, noch einen schönen Abend und vielen Dank. Ja, vielen Dank.
Jürgen, ich will auch gar nicht großartig weiterfragen, aber das Mikro nochmal an den Franz weitergeben. Eine Sache habe ich gerade noch vergessen. Ich sehe einige von euch hier, von unseren Fans. Ich bin gleich fertig. Ich möchte mich noch bei unseren mitgereisten Fans bedanken. Nicht nur für heute, für die Aktion letzten Donnerstag, für die ganze Saison, für die tolle Unterstützung. Heute war echt Wahnsinn. War unglaublich, wie sie uns unterstützt haben. Auch gegen die Atmosphäre hier angekämpft haben. Wir wussten, hier erwartet uns ein Hexenkessel. Aber ich habe gut gehört und ich habe viel von unseren Fans gehört. Und auch Ihnen gebührt größter Respekt. Danke. Ja, auch da kann ich mich anschließen. Zum Hexenkessel gehören mitunter auch immer mal zwei. In dem Fall war es definitiv so. Bleibt mir noch die Statistik und die Ergebnisse aus den anderen Partien. Das Endergebnis war 1-2 nach Penaltyschießen. Strafen Kassel 12, Duisburg 16, die Zuschauerzahl 5537. Ergebnis aus den anderen Stadien, soweit sie uns vorliegen. Königsborn Bulldogs gegen Löwen Frankfurt 0-7. Eisbären Hamburg gegen die Hannover Indians 3-5. Black Dragons Erfurt gegen die Hannover Scorpions 9-4. Ja. Rostock Piranhas gegen Herne e.V. 4-10. Und die Ergebnisse aus den Playdowns der zweiten Liga. Eispiraten Krimmitschau gegen den EC Bad Nauheim 5-2. Somit steht es in der Serie 3-3 und es kommt zu einem entscheidenden Spiel am Dienstag. Und in der anderen Partie zwischen den Heilbronner Falken und dem ESV Kaufbeuren. Dieses Spiel ist geendet 5-4 für die Heilbronner Falken. Auch somit kommt es dort am Dienstag zum entscheidenden siebten Spiel. Hat für uns natürlich die Folge, dass wir auf unseren Gegner für kommenden Freitag warten müssen. Das nächste Spiel, wie gesagt, kommender Freitag, 28.03.2014. Und unser Gegner dann eben entweder Uli Egen mit dem ESV Kaufbeuren oder die Heilbronner Falken. Ja, warum nicht? Na, ein bisschen lächeln. Ja, ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich wünsche euch guten Heimweg. Ihr würdet euch natürlich wünschen, dass wir uns nächste Saison sehen. Wir nicht unbedingt, aber ich schaue mal, wie es wird. Euch alles Gute auf jeden Fall. Kommt gut heim, gute Spiele heute gewesen. Macht's gut, Ihnen allen noch eine schöne Feier. Es ist ja deutlich warm hier. Ziehen Sie die Jacken aus, trinken Sie was Schönes, Kühles. Bühlein für dich, alles Gute. Macht's gut, schönen Abend und bis bald. Tschüss.